Hallo und willkommen zurück in Adania. Heute schauen wir uns das nächste Grundstück an. Hab ich doch bewegt. Ich gehe nach vorne. Ah, okay. Ja. Und dazu benutzen wir auch direkt mal den Zufallsgenerator. Dazu gehen wir mal hier raus in den Browser. Hier sehen wir auf freihack.de die Zufallsmaschine. Hier sind alle Portale, die ich noch nicht besucht habe. Dann würde ich direkt mal sagen, go. 47. Grundstück 47 schauen wir uns heute an. Gut, alles klar. Zum Spiel. Diese Ansicht. Gut. 47, 47. Bin immer gespannt. So. Ach ja, by the way, hinten ist ein H. Also ein Wegpunkt, ein Waypoint mit H. Den kann ich setzen mit diesem Modpack von Adania, also dem normalen Adania Modpack. Da kann man Waypoints setzen. Wenn ich hier zum Beispiel auf Y drücke, dann gibt es hier Waypoints. Und hier habe ich jetzt mal die Heimat eingetragen eben. Das ist vielleicht mal ganz interessant, um zu sehen, wie weit die anderen Grundstücke, die ich besuche, von meinem Grundstück eigentlich entfernt sind. Weil das ist ja alles auf einer großen Welt. Also gibt es ja immer eine gewisse Distanz. Und das ist vielleicht mal interessant. Mal schauen. Habe ich jetzt erst kürzlich entdeckt. Man kann auch, wie ich gesehen habe, hier mit ein bisschen ranzoomen und sich Dinge auch ein bisschen aus der Nähe ansehen, ohne jetzt hinlaufen zu müssen. Ist auch ein tolles Feature. Naja, jetzt erst entdeckt, also nutze ich es auch direkt mal. 47, ich muss runter. Hier. War das hier irgendwo? Nee, hier nicht, ne? Mist. Mist! Noch eins runter. Was hier vielleicht ganz interessant wäre, wenn man hier so Schilder aufstellen würde, wo drauf steht einfach Portal 35 bis X. Ja? Sodass man genau weiß, in diesem Gang findet man folgende Portale. Bis Portal 50. Und dann weiß man direkt Bescheid und kann dann eins runterlaufen, wenn es einem nicht passt. 47, hier. Abuse-Verbot. Portal 47. Dann mal durch. Okay, runter von der Platte. Was steht hier? Willkommen in Dunkelstadt, eine Stadt aus dem Schattenreich. Oho. Besuche doch auch unsere Hauptstadt Shadowmania. Shadowmania finden Sie beim 54. Portal. Okay, ich glaube, da waren wir noch nicht. Mal kurz. Ich guck mal schnell. 54. Nee, da waren wir noch nicht. Ist noch in der Liste. Hier finden Sie Marktplätze, eine Bibliothek, ein Rathaus etc. Erbauer von Dunkelstadt, Abuse-Verbot. An Dunkelstadt wird noch gebaut, Abuse-Verbot. Portal 47. Gut, so sieht er wahrscheinlich aus. Sehr schick, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Uiuiui. Okay, also der erste Eindruck hier ist... Ach, da vorne geht's raus. Okay. Da geht's raus. Dann ist auch die Heimat, 7202. Oh, Massentierhaltung. Na gut, aber da würde ich sagen, das geht noch, ne? Also da habe ich ein Schlimmeres gesehen, das geht wirklich noch. Ach, das sieht aber schon, sieht doch schon ganz nett aus hier, ne? Und direkt am Anfang, hier vorne direkt die Tierchen. Kann man mal Hallo sagen, aber ich, mal ganz kurz von außen gucken, bevor wir da hochlaufen. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist so ein, das gehört zusammen. Das ist eine, so ein Turm, da ganz oben ist noch ein Block. Wiesenhof GmbH. Ah, okay. Und KKG, ihr Schlachthof. Ja, Schlachthof, gut. Gehen wir mal ganz schnell hoch und gucken mal. Da haben wir wahrscheinlich auch eine bessere Übersicht. Ich laufe hoch, stundenlang. Ah, das... Wir sind schon? Ja, hier war's? Gut. Ging ja doch ganz schnell. Geheimgang? Nee. So, hier kann man rausschauen. Dieses Fensterkonzept finde ich auch mal ganz gut. So ein bisschen größer alles, dann kann man besser raussehen. Einfach mit so einem Half-Slap dann blockiert, dass man nicht rausfällt. Schick. So, hier haben wir jetzt ein paar Zwischenstöcke. Oh, hier ist der Wehrgang. Hier kann man also die Mauer entlang laufen. Sowas finde ich ja immer toll. Das, so kann man sich nämlich in kurzer Zeit sehr viel anschauen. Ah, Kanonen sehe ich.
Oh, vielleicht sogar richtige Kanonen. Da hinten wartet irgendwo der Feind oder so. Schauen wir mal. Na? Wie macht man das dann hier? Ist ja interessant. Ich kann das nicht... Doch, ich kann es drücken. Und dann wird gefeuert. Also packt man hier wahrscheinlich jetzt irgendwas dran. Nee, keine Ahnung. Wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht, oder? Das ist einfach nur so für einen Effekt. Man kann damit ja nicht wirklich irgendwas nach vorne schleudern. Oder geht das doch? Ich weiß nicht. Klappt das? Klappt das so? Geht doch die Klappe hier noch auf. Also ich finde es super, dass sich hier so viel tut. Man klickt drauf und es passiert richtig was. Das finde ich ganz schick. So, da oben sehe ich ein Schild. Man kann wahrscheinlich auch ganz nach oben gehen. Machen wir direkt mal. Ui, ein Riesendach. Wo ist das Schild? Hier ist kein... Aber man kann einfach so nach oben gehen. Schauen wir mal ganz schnell. Abuse-Verbot, ja. Ist alles seins. Vorsichtig. Aha. Ja, da ist zwar ein Schild, obwohl... Ich glaube, das ist für das Ding da oben. Oder hier hat man eine schöne Aussicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Mauer endet schon da vorne. Das Grundstück ist jetzt auch nicht so großartig ausgebaut. Aber das, was jetzt hier steht, ist schon mal vielversprechend. Sieht doch schon mal ganz schnucklig aus, ne? Die große Mauer bietet direkt mal schönen Schutz. Da hinten dann dieses kleine Gebirge. Hier alles in diesem Tal drin. Och, finde ich eigentlich ganz süß. Recht schnucklig. Und hier kommen wir jetzt nach oben. Lift up. Oh. Ach, du Scheiße, ne? Oh, Mann. Ah, nasse Hände. Ist das gruselig hier oben? Was ist das? Ein kleiner Hafen? Ist das ein Hafen? Da vorne leuchtet noch was. Da könnte was sein. Da sehe ich jetzt nichts. Die Render-Distance ist dann doch begrenzt. Aber man kann... Und was habe ich jetzt? Moment, ich darf nichts Falsches drücken. Überhaupt nichts Falsches. Das hier. Oh, das ist ja cool. Okay, im Wasser leuchtet was. Das ist so ein Pole. Da ist wahrscheinlich die Grundstücksgrenze. Das hier ist wirklich ein Hafen, aber sehr einfach gehalten. Die Tiere werden nicht gerendert. Da vorne ist ein bisschen Weizen. Ein paar schöne Straßen. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Das Gebäude ist ziemlich groß. Was für ein freaky Dach, ne? Von oben sieht das echt komisch aus. Das da hinten, da ist er wohl noch dran. Da hinten ist gar nichts. Und die Mauer ist hier wohl wirklich noch nicht so weit. Das ist wohl alles. Also wir schauen uns da diesen Markt mal an. Wir gehen in dieses Haus rein. Den Tower schauen wir uns mal an. Mal gucken, ob er von innen was gemacht hat. Was da hinten das ist, das schauen wir uns an. Und ich glaube, dann haben wir es schon gepackt, ne? Das dürfte es dann gewesen sein. Also die Dinger hier gefallen mir ganz gut, die Kanonen. Und jetzt ganz vorsichtig. Oh, wow, alter Schwede. Wieso bin ich so empfindlich bei sowas? Ich weiß nicht. Oh, mei. Geht's den anderen auch so oder nur mir? Boah, alter Schwede. Huh. Eieieiei. So, okay. Schick, schick. Hm, Papageien, Bett. Ach, schon schnucklig eigentlich, ne? Es ist wirklich schnucklig. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde diese Steindinger hier, diese Steinziegel, finde ich so toll. Finde ich einfach toll. Also die Optik von dem Ganzen und dann die Teile hier, die Slabs. Diese Clean Stone Slabs, auch ganz toll. Das ist interessant gemacht. Auch finde ich gar nicht so schlecht hier. Ich fühle mich wohl. Mensch, Kollege, eine Sache. Wenn du jetzt noch hier irgendwo eine Taverne hast, man kann oben entlang laufen, die Mauer entlang und jetzt... Ein paar Schilder hast du aufgestellt. Ich meine, viel Wegweiser, weiß ich nicht. Werden wir noch sehen. Aber jetzt noch eine Taverne. Ja, dann werden wir beide Buddies. Abuse-Verbot. Jetzt noch eine Taverne. So, schauen wir mal. Ja, zum Drüberhuppen. Ja, lassen wir sie mal. Ich darf hier nichts machen. So, die Straße. Auf jeden Fall interessant, finde ich. Es ist im Grunde wie so eine Markierung. Man sagt einfach hier, Folge der... dem roten Pfad oder so. Und wenn man das hier jetzt andersfarbig machen würde, könnte man sagen, okay, der rote führt halt... Der rote führt dahin und der blaue dahin. Wäre ein interessantes Konzept. Da scheint nicht viel drin zu sein. Aber wo hat es mich denn jetzt hier angeknurrt? Da oben steht auf jeden Fall was. Ich
glaube nicht, dass ein Armor-Stand ist. Und auch kein Spieler. So. Ja, hier so hoch, so hoch, so hoch. Räumen wir auch natürlich alles auf. Ja, hier nur nicht irgendwo runterfallen. Das ist immer sehr unangenehm. Ja, schauen wir uns doch hier einfach mal so ein bisschen pauschal um. Was haben wir hier? Was ist das? Mal im Ernst, was ist das? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Das ist der YouTube-Play-Button. Und das hier unten ist irgendwas anderes, irgendein anderes Logo, was ich jetzt nicht kenne. Ah, das ist doch YouTube da oben, ne? Haben wir hier etwa einen YouTuber? Interessant. Ja, die Zäune, die werden immer gern eingesetzt für die Struktur. Hier vielleicht ein bisschen viel. Oh Mann, das ist, wird ja mal lauter. Hier drin ist er bestimmt, ne? Ich geh mal rein. Ich geh mal rein. Was? Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Wie bescheuert bin ich denn? Wahrscheinlich hier vorne, ne? Direkt. Hier. Oh Gott, ist das schwer zu finden. Da ist auch das Vieh. Kann ich euch direkt mal zeigen. Ich habe das neue Texture Pack drin und zuletzt haben wir uns ja die Viecher mal angeschaut und bei denen hier ist nichts Neues. Und sie sehen auch genauso aus wie vorher. Autsch. 19 Health Points. Komm, nehmen wir das hier. Das dauert zu lang. Warteraum. Empfang Tim Wo. Also. Geschlossen. Wegen Zombie-Befall. Keine Ahnung wo. Hier hinten drin vielleicht. Der Warteraum. Hier kann man warten. Oh, schöner Boden. Ein paar Bänke zum Hinsetzen. Okay. Jetzt verstehe ich, Tim Wollmann. Jetzt verstehe ich. I got it. Ja, Gang 1. Ja, Gang 1. Man kann da ein bisschen hochgehen. Ich gucke nochmal nach oben. Ich glaube, hier ist bestimmt nicht so viel drin, ne? Nee. Und oben wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich gehe mal ganz hoch. Hier ist nichts. Und hier? Ja, hier geht es nur runter. Ich wollte da dran springen. Gott, bin ich schlecht. Oh. Draußen. Ach, keine Ahnung. Gut, schauen wir uns den Markt mal an. Den schönen Markt. Moment mal. Entschuldigung, musste kurz mal ein bisschen husten. Marktplatz in Arbeit. Alles in Arbeit. Stand, Wolle. Ach, hier kann man dann kaufen. Schau an. Ach, so ganz nett gemacht, ne? Oh, das ist doch ganz nett gemacht. Das hier ist ein Shop. Also Wolle kann man schon mal kaufen hier. Stand 3 ist auch noch nichts. Okay, gut. Hat er geschrieben, dass er noch in der Arbeit ist. So, schauen wir uns das Grundstück mal an. Das Potenzial für diesem Grundstück ist ja auch geil, ne? Wie schön das hier so aussieht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat hier ein bisschen Terraforming betrieben, oder? So ein kleines bisschen, weil das hier ist ein bisschen zu glatt alles, zu gerade. Und der Rest ist so schön hügelig. Ich meine, gut, für eine Großstadt oder so passt das ja schon, wenn das hier so ein bisschen eingeebnet ist. Aber ich persönlich finde es halt auch mega spannend, wenn man einfach zum Beispiel hier diese Gegebenheit einfach hernimmt und das Beste draus macht. Indem man hier dann einfach versucht, das Gebäude wirklich dieser Form hier anzupassen oder so. Und vielleicht nur ein kleines bisschen auszufräsen. Sowas ist immer spannend. Vor allem, man weiß ja nie, was denn wirklich bei rumkommt. Hier so ein Turm, der hätte auch locker dahin gepasst, ne? Ohne, dass man es hier begradigt hat. Ja, ich finde es aber trotzdem recht gut gelungen. Also ein paar Stufen sind ja drin hier, ne? Ist nicht alles ganz eben. Was gar nicht geht, ist wirklich dann alles einfach plain machen. Komplett plain. Das sieht so schrecklich aus.
Das ist dann immer schade. Ach, ich dachte, da wäre irgendwie ein Durchgang. Hier, ach nee, da oben vielleicht? Okay. Es ist Fackeltime. Hier kommen wir wieder hoch. Hier wird ein bisschen abgebaut einfach. Nichts weiter. Ui, ui, wie schön, ne? Obwohl, mal da oben drauf, mal von oben runter schauen. Ja, kann man machen. Wo wir schon mal da sind. Hier hochkommen, ne? Das ist jetzt so eine Sache wieder. Oh, Mann. Na, das ist doch. Wow. Ist das der Hammer. Wie schön ist denn die Gegend hier, ne? Wie schön ist denn diese Gegend? Ah, ja, stimmt, die neuen Skelette, das sieht aus. So. Boah, ist das hier schön. Boah, ja, das gefällt mir richtig gut hier. Die Gegend ist grandios. Ist da hinten ein Sumpf? Wow. Tja, was könnte man mit so einer Gegend hier anfangen? Also ich würde die genauso lassen, wie sie ist. Zum allergrößten Teil zumindest. Und versuchen, diese Berge hier oder diese Hügel zu bebauen. Auch da oben vielleicht ein paar Sachen drauf zu bauen. Und dann, da wo es halt geht, wo es irgendwie passt, die Sachen vielleicht mit Hängebrücken miteinander zu verbinden. Zum Beispiel von hier bis darüber, so eine Hängebrücke. Das wäre doch genial, oder? Und hier hinten, glaube ich... Ja, da hinten sind jetzt keine Berge, aber ich glaube hier, hier waren bestimmt auch einige Hügel und Berge. Da hätte man das hier durchziehen können. Auch mit diesem Berg da hinten und so schöne Aufgänge, ja, so Treppen, die sich dann so nach und nach oben schlängeln. Das wäre bestimmt Hammer. Also hier hinten ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial und da vorne sehe ich auch einen Sumpf. Das da ist doch Sumpf, ich denke es ist Sumpf. Ob ich eigentlich das Skelett eben abgeschossen habe, war das nicht hier irgendwo? Hier? Da. Muss ich was reparieren? Ja. Boing. Gut, okay. Dann würde ich sagen, für das Grundstück hier, das war's, oder? Noch ganz kurz, zwei Dinge. Zwei Dinge noch. Oh, mal was essen, glaube ich. Ja, also drei Dinge. Mal was essen, dann... Ach, diese Viecher, ne? Dann hier mal ganz kurz in den Turm reinschauen. Ich glaube ja nicht, dass hier viel drin ist. Das sieht doch schon hohl aus. Bibliothek ist das. Also was ist natürlich schön, ne? Das ist schick gemacht. Oh, Druckplatten. Oh, das ist aber auch schick. Das dann Bibliothek zu nennen, finde ich auch gut. Und nicht unbedingt immer Magier. Was? Moment. Ach, war das nicht dieser Kram hier mit dem, dass man hier verschiedene Zauber wirken kann? Das heißt, jetzt sind halt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21 Bücherregale. Aber ich glaube, 14 oder 15 ist das Maximum. Also glaube ich, 14 Bücherregale, wenn man diesen Hebel hier hebelt. Die greifen, die wirken. Und wenn man den wieder runter macht... sind es halt die 21 Bücherregale und damit das Maximum an Erreichbaren. So kann man die Zauber halt ein bisschen variieren. Ich glaube, irgendwo hatte ich das mal gesehen. Wofür das jetzt genau gut ist, kann ich nicht wirklich sagen. Will man nicht eigentlich immer nur die besten Zauber haben? Keine Ahnung, aber sowas wird es wohl sein, schätze ich. Ah ja, geht's immer hoch. Mhm, und hier geht's hoch. Ja, ich schätze mal nur für die Aussicht, oder? Oder ist da noch was? Vorsichtig, ach du Scheiße, es ist so Gott. Oh, nee, ist mir zu gruselig. Also wir brauchen auch nicht drauf auf den Turm. Wir haben das ja eben schon gesehen, wie das Grundstück von oben aussieht.
bleibt jetzt die allerletzte Sache. Und das ist das, der Hafenbereich. Hier, Marktplatz, Rathaus, Bibliothek. Ja, super, genau das meine ich. Also so ein paar Schilder. Ich habe jetzt eben nicht mehr geguckt, aber ja. Also das wäre das Erste, wo man drauf schaut, wenn man nicht gerade so einen tollen Aussichtspunkt hat. Wobei ich jetzt sagen muss, so ein Aussichtspunkt ist auch gar nicht so schlecht auf dem Grundstück. Wenn man dem Ankömmling direkt die Möglichkeit bietet, dass er sich irgendwo draufstellen und sich das Ganze mal anschauen kann. Vielleicht auch gar nicht so dumm, ne? Und dann natürlich so Schilder. Also super. Taverne habe ich jetzt nicht gesehen. Da hätte man hier vorne ins Rathaus eine reinpacken können. Dann wäre das natürlich super gewesen. Und Tavernen gehen immer ziemlich leicht. Also es geht immer gut. Oh. Sieht das schön aus. Und das ruhige Getrampel. So, zum Hafen. Hier geht's lang. Aber schön versteckt. Das Grundstück ist da hinten zu Ende. Auch das ist schick gemacht, ne? Ist wirklich schick gemacht so. Viel rumfahren werde ich jetzt nicht. Da vorne ist das Grundstück ja wirklich zu Ende. Ich versuche es auch immer wieder, ne? Irgendeine Kiste doch nochmal zu öffnen. Ich weiß gar nicht warum. Man will einfach sehen, was in den Kisten drin ist, oder? Oder geht es nur mir so? Irgendwie ist es so. Mich hätte jetzt interessiert, sind hier jetzt Angeln drin? Oder Fische, die er geangelt hat? Oder was? Wofür braucht man hier eine Kiste? Na, für die Boote. Wenn man rausfährt, sammelt man irgendwas ein oder so? Hier scheint ja auch eine Strecke im Weg zu sein, in die Richtung. Ich springe mal so ins Wasser. Ich bin, glaube ich, auch so ganz schnell. Auch ohne Boot. Ach, da treibt eins. Ja, das ist doch praktisch. Dann können wir das nachher wieder zurückbringen. Ups. Ja, ich wollte mal prüfen, Grundstücksprüfer. Ist hier wirklich Grundstücksende? Can you build? Yes. Ja, hier ist Grundstücksende. Also war es das. Und wo auch immer dieser Weg denn da oben herführt. Vielleicht zum Nachbarn oder so. Okay, keine Ahnung. Ein Mysterium. Das weite, offene Meer. So, gut. Ich würde sagen, ich bringe das Boot jetzt einfach mal zurück. Ja, ich ruder jetzt nicht nach Hause, obwohl es da hinten ja schon fast wäre. Wahrscheinlich in 7000 Blöcken Entfernung. Katzensprung. Aber zum Glück gibt es ja ein Portal. So, während ich jetzt nach Hause ruder, also zum Hafen... das möchte ich euch jetzt gar nicht antun, ne? Aber während ich das tue, möchte ich mich auch direkt mal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, bei der nächsten Grundstücksvorstellung oder sowieso in Adania. Dann, bis dahin. Ciao.